Esoterisches HTTP, ich arbeite ja mit Firewalls, ich habe die letzten 2 Jahre so Web 2.0 Forschung gemacht und es ist halt schön zu sehen, was man einfach so mit HTTP machen kann. Ich denke, das von euch kennen die meisten einfach, ein normaler GET-Request, eine Antwort, sieht alles super aus, aber ich weiß nicht, was meint ihr denn, was passiert hier? Also wir haben hier eine Kontenlänge, wir haben hier einen Chunk und man könnte denken, es wird das eine oder das andere genommen. Wir haben ja auch noch eine HTTP-Version. Es ist nämlich so, dass Chunk ist erst mit HTTP 1.1 definiert worden, kommt hier einfach nicht rein, deswegen wird die Kontenlänge genommen, zumindest laut RFC. Würde hier ein HTTP 1.1 stehen, würde es Chunked sein, weil laut HTTP 1.1 hat das halt Präferenz gegenüber der Kontenlänge. Aber wenn man sich anguckt, wie die Browser das machen, naja, Chrome, Firefox und Internet Explorer verhalten sich korrekt. Safari, der alte Opera und vor allem irgendwelche Intrusion Detection Systeme verhalten sich total falsch. Okay, anderes Beispiel. Wir haben hier irgendwelche Dateien übergeben, haben 2 Content Encodings drin. Ja, schauen wir mal, ist von der RFC komplett zugelassen, überhaupt kein Problem. Und es sieht so aus, dass sich Chrome, Firefox und Reconc interpretieren das auch korrekt, dass beide drin sind. Ja, Virus total, das sieht bloß das Letzte. Snort und Bro, die beiden Intrusion Detection Systeme, sehen auch bloß das Letzte. Suricata des IDS sieht das Erste, aber auch nur deswegen, weil da GZIP drin steht, weil Deflate unterstützen die gar nicht. Das alte Opera sieht auch nur GZIP, ja, und der Internet Explorer, der denkt, was soll denn das? Und denkt, ist überhaupt nicht encoded. Ja, hier gibt es noch weitere Tests der Art, und es gibt auch ein Perl-Modul, was das halt austest ist, und das läuft auch live, das macht einen kleinen Webserver auf. Da kann man eigentlich mal, wenn man hinter irgendeinem Firewall ist, kann man einfach gegenlaufen lassen, weil es gibt solche Sachen rüber wie Bilder, Skript, Text und auch der IK-Virus und der sollte eigentlich vom Virenscanner auf der Firewall geblockt werden. Es ist schön zu beobachten, wenn er nicht geblockt wird. Ja, danke.